Hallo und herzlich willkommen zum neuen Tutorial und heute geht es grundsätzlich um ein 2-Wide-Bright, wie auch immer, Buttstairs Pisteneingang. Also übersetzt heißt es, ein versteckter Eingang in der Boden, 2-Breit und so. Und ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Hier haben wir unseren Boden, hier haben wir Knöppel und einen Schalter. Ihr könnt euch dann entscheiden, was ihr davon wollt. Jetzt gehen wir mal auf die Druckplatte und klack. Ist euer Gang offen, dann geht ihr runter, et voilà. Und dann geht ihr hoch, drückt auf die Knöppel und zack, ist alles wieder oben. Ihr könnt natürlich auch nur die Druckplatte benutzen oder irgendwas ganz Geheimes machen. Immer das ist ein Geheimgang. Und joa, ich würde mal sagen, ich zeige euch mal, wie man das baut. So, kommen wir erstmal zu den Items, die wir brauchen. Und zwar ist das euer Boden. In dem Sinne sagen wir, ein Sandblock benutze ich. Dann braucht ihr unbedingt Sandsteinblöcke, um die Ecke hier zu bauen. Und zwar die hier, weil sonst kommt die hier nicht runter. Deswegen brauchen wir ein Half Slab. Und deswegen müsst ihr auch gucken, was ihr für einen Boden habt. Bei Erde geht das schlecht. Gut, wir brauchen dann, wie gesagt, Half Slabs, wir brauchen einen Redstone Block, wir brauchen Pistons und dann das ganze Redstone Zeugs, das heißt Redstone, Redstone Verstärker, Redstone Fackel und dann ein Schalter, eine Druckplatte oder auch nach Wunsch ein Hebel. Dann, ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber ich baue gerne meine Redstone Sachen mit weißer Wolle. Zunächst braucht ihr dann halt noch zwei Haken und zwei Loren. Und okay, und dann hätten wir eigentlich die Grundsteine. So sieht das ganze Ding hier aus. Und ich würde mal sagen, ich fange an mit dem ersten Schritt. Und zwar, bis gleich. So, wir kommen jetzt zum Bauteil. Und zwar fangen wir erstmal mit dem Input an. Wir bauen hier, also ist unser Knopf. Wir gehen zwei runter. Hier kommt unser Redstone hin. Hier kommen wir zu einem Repeater. Repeater bitte. Hier Redstone. Auf die Seite Redstone. Hier kommen zwei Fackeln. Es fängt an zu regnen. Hier kommen zwei Fackeln und darauf zwei Pisten. So, das ist unser Anfang. Und jetzt gehen wir weiter. Hier kommt Pisten, Block, Block und hier unten auch noch ein Pisten. Hier kommen jetzt nochmal zwei Repeater. Hier noch einer. Und auf der anderen Seite das gleiche. So. Zack, zack. Und hier geht's weiter. Hier kommen wir zu den weiteren Pisten. Dafür gehen wir hier. Vier Blöcke. Redstone-Fackeln drauf. Und darauf jetzt die Pisten. Zack, zack, zack. Zack, so. Hallo, so. Diese verbinden wir mit Repeatern, die auf der Seite stellen, alle auf der ersten Stufe. Dann gehen wir zwei nach unten, Block zu eins nach unten und ich glaube, ich bin zu schnell. So, also wie gesagt, wir gehen hier eins nach unten und auf der anderen Seite auch. Hier kommen dann zwei Lücken, wo das Redstone reingeht, wozu wir dann später kommen. Alle Repeater sind auf der ersten Stufe. Hier setzen wir einen Repeater. Und da folgt Redstone weiter. So, wir gehen jetzt hier in diesem Repeater, setzen hier ein Block. Ich bin so raus, es ist nicht zu fassen. Hier ein Block, ein Pisten, dann einen normalen Redstone-Block. Und hier drunter setzen wir eine Spur aus Redstone. Hier setzen wir einen Repeater auf der dritten Stufe und hier nochmal Redstone. Hier geht es dann weiter hier hinten. Hier kommt ein Block hin und hier eine Fackel. Und da läuft dann eine Spur entlang. Gut. Kommen wir zum nächsten Teil. Und zwar setzen wir der erste Repeater auf 1, der nächste auf 3. Dann setzen wir hier nochmal einen Pisten mit einem Block. Hier einen Block mit Redstone und der nächste Repeater auf 1. Jetzt kommen wir zu der einen Seite. Wir fangen also mit der einen Seite erstmal an. Also wir setzen hier einen Block und hier kommt wieder ein Repeater mit einem Block hier unten. Jetzt wechseln wir hier den normalen Pisten zu einem, den klebrigen Pisten zu einem normalen Pisten und setzen hier zwei normale Pisten hin, wo jetzt hier die Half Slabs kommen. Wenn ich hier jetzt drauf drücke, wechselt er diese aus.
und fertig sind sie weg. So, drücke ich nochmal drauf, würden die jetzt auf der anderen Seite gedrückt werden, was wir halt als nächstes machen. So. Weiter geht's. Wir setzen hier einen Block mit einem Repeater. Hier runter wieder ein Block und hier nochmal ein Block. Hier ein Repeater, da ein Repeater und hier nochmal zwei Pisten. Wo wir wieder zwei Half Slabs machen. Die wir jetzt nochmal auswechseln. Zack, sind sie ausgewechselt. Warum der hier nicht funktioniert, ist der deswegen, weil das Redstone hier nicht hinreicht. Das wird im Nachhinein noch geändert. Gut, weiter geht's. Wir setzen hier einen Block und hier nochmal Redstone. Hier ein Block und hier eine Fackel. Ja, so sollte es sein. Und hier eine Fackel. Richtig. Jetzt setzen wir... Jetzt tauschen wir dieses Redstone durch einen Block aus und setzen hier ein Redstone hin. Das powert jetzt diesen Repeater. Und dieses Redstone, das wir vorher hier von der Fackel hatten, tut mir leid für die kleine Unterbrechung, das Redstone, das wir hier zu dieser Fackel geleitet haben und das Redstone, das hier runter war, setzen wir jetzt an diese Redstone-Fackel. Jetzt setzen wir hier eins runter, legen hier einen Redstone-Block runter und setzen hier eine Fackel mit einer Redstone-Spur drunter. So, hier kommt jetzt ein normaler Block, worauf jetzt die eine Lore zu Einsatz kommt. Das ist nur eine, nicht zwei, tut mir leid, mein Fehler. Und zwar setzen wir einen Block hin. Ihr braucht, was ich noch ganz vergessen habe, eine Schiene, um die Lore zu setzen. Das war mir jetzt nicht bewusst. Gut, ihr setzt auf den Block, wie gesagt, auf den Block eine Schiene, auf die Schiene eine Lore und den Block darunter zerstört ihr. So, eine Lore ist jetzt ein bisschen schade, weil die dann kaputt geht und gar nicht gebraucht wird. Aber das dafür ist, dass sie nur geeignet, damit das hier nach oben gepusht wird. Mehr ist hier nicht. So, damit hätten wir den ersten Teil der ganzen Sache erledigt. Jetzt wollen wir natürlich noch, dass sich das hier auch noch aktiviert. Und das machen wir jetzt. Okay, kommen wir zur ganzen Verkabelung. Um diese zwei letzten Redstone-Kabelbinder, wie man es auch nennen will, zu verbinden, machen wir ganz einfach, wir setzen hier drunter ein Pisten und legen hier dann den Block wieder hin. Dadurch wird durch den Pisten das Signal weitergeleitet und... Damit wären wir hierbei auch fertig. Wir setzen jetzt kommen wir zu den weiteren Pisten. Richtig, und zwar haben wir nochmal einen Pisten hier und einen Pisten hier. Die noch ebenfalls, also, so, nein, nicht kaputt machen. Was habe ich jetzt kaputt gemacht? Also, durch diesen Repeater werden die zwei hier oben und die zwei an der Seite rausgepusht. Und jetzt kommen wir zu der sehr heikelsten Sache, die es bei dem ganzen Projekt gibt. Und zwar brauchen wir, nachdem diese Pisten da unten weggedrückt wurden und durch Half Slabs ersetzt werden, oder wurden, wie auch immer man das nennen will, nein, Blöcke, tut mir leid, durch normale Blöcke ersetzt wurden, müssen die hier oben auch weg. Wenn das normale Blöcke werden, dann müssen die hier oben sind, auch weg. Und das machen wir durch diesen Push hier. Und zwar setzen wir... Ich brauche wieder normale Pisten. Und zwar haben wir hier... Und zwar, ist mir klar, ich sage das viel zu oft und es ist Regen. So, wir legen hier zwei Blöcke hin und wenn wir das jetzt aktivieren, Klick, fahren die sich aus, nicht aus, sollte sich einfahren. So, jetzt... Dann drücken die Pisten raus. Wie ihr seht, jetzt ist der Pisten hier weg. Und das Ganze ist jetzt nur noch aus Blöcken. Jetzt müssen wir diesen Block hier entfernen. Dafür ist diese Fackel, die hier unten ist. Die deaktiviert diese Fackel hier unten. Aber dafür muss dieser Pisten erstmal hier hin. Das machen wir einfach. Wir setzen hier einen Block hin. Und... Oh Gott. Und hier ein Block hin. Jetzt kommen unsere zwei Haken zum Einsatz. Wir setzen hier einen Haken und hier einen Haken. Und was ich ganz vergessen habe, dann ganz dumm von mir,
den Faden. So, das sieht erstens richtig blöd aus, weil das total absteht, aber dagegen kann man nichts tun. Das tut mir leid. Das kann ich leider auch nicht ändern. Und hier, tut mir leid, muss das eins länger gemacht werden. Nicht zwei also, sondern drei. Und hier muss das abgedeckt werden, dass sich das Redstone nicht verbindet. So. Und jetzt kommen wir zu den letzten zwei Pisten, die einmal hier und hier nochmal sind. Und das Ganze hier noch einmal durch Half Slabs austauschen. Nicht zu vergessen haben wir noch, nachdem... Warum ist der aktiviert? Hier ist ein kleiner Redstone-Fehler. Schon besser. So, wenn wir das jetzt nochmal schön aktivieren, wir setzen hier erstmal eine Fackel, damit das Ganze nicht wieder runterfällt. So, wenn wir das jetzt Ganze aktivieren, kommt das so. Die zwei Blöcke sind ausgefahren, wie ihr seht, das ist jetzt weggedrückt, was jetzt auch unser Ziel war. Mein Fehler war, dieser Pisten muss ein klebriger sein, mein Fehler. Also nicht zwei normale Pisten, sondern ein klebriger und ein normaler. Und diese hier werden jetzt auch ausgefahren. Nur gibt es hier einen kleinen Bug, den ich euch auch zeigen kann. So, wenn das jetzt ausgefahren wird. Klick. Durch diesen Haken, der hier ausgelöst wird, aktiviert sich dieser Pisten hier vorne und nicht der hier hinten. Das heißt, wir müssen einen kleinen Bug-Switch machen, und das machen wir ganz einfach, indem wir hier einen Block, einen Pisten in diese Richtung platzieren. Also, dass er so guckt. Und wenn wir das Ganze jetzt aktivieren, werdet ihr sehen, dass das Ganze sich ganz ausfährt und weg ist der Spaß. So, kommen wir zum nächsten Schritt. Als erstes müssen wir die Repeater hier verändern. Und zwar die Repeater hier, wo der Block ist, also wo dieser zwei Block hier als Abstand ist, muss jeder Repeater auf der Stufe 1 sein. Das war ein kleines Missgeschick von mir. Tut mir leid, ihr müsst das nochmal verändern, mein Fehler. Die hier auf der linken Seite bleiben auf 1, die müssen auf die, auf 2 meine ich, und die müssen auf der 1 oder auf die 0 und auf die 1, wie ihr das auch nennen wollt. Aus dem folgenden Grund, dass sonst dieser Pisten nicht zurückgezogen wird. So, wie ihr seht, haben wir jetzt fast unsere Treppe zu Ende gebaut. Uns fehlt jetzt nur noch eine Kleinigkeit, und zwar müssen diese zwei Blöcke hier weg. Das machen wir einmal von hier und dann noch einen Block von hier. Richtig. Und wie wir das machen, machen wir jetzt. Wir setzen hier erstmal, wir brauchen jetzt erstmal zwei Half Slab, und zwar einmal hier und den zweiten hier. Da kommt jetzt Redstone drauf, das könnt ihr auch wieder verschließen, jetzt wird es so schön dunkel. Und wir machen jetzt erstmal die rechte Seite. Das heißt, ihr braucht jetzt erstmal hier ein Redstone Repeater auf der Stufe 3, Redstone Block auf einem Redstone Fackel auf dem Block, zwei Blöcke hier hoch, hier ein Repeater auf der Stufe 1 und dann nochmal hier eine Fackel, hier noch ein Block und hier Redstone. Somit hätten wir das Ganze fertig. Wenn wir das jetzt ausfahren, das muss deaktiviert sein, mein Fehler. So. Wenn das Ganze ausfahren, ist der Pisten da ausgefahren. Wenn wir jetzt noch einmal drücken und sich alle einfahren, zieht sich dieser Pisten ein. Das ist das ganze Prinzip. Gut, damit hätten wir die erste Seite geschafft. Damit würde die erste Seite und sozusagen die Treppen zu nach rechts gedrückt werden. Und jetzt wollen wir zu der linken, total verwirrend, zu der rechten Seite kommen. Und dafür kurzen Schnitt. So, fangen wir mit der dritten Seite an, und zwar muss unser Repeater hier, auf der rechten Seite also, erstmal auf die Stufe 1. Und jetzt nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den ich zu Wort bringen muss. Hier haben wir diese zwei Blöcke, die auch immer springen, wie ihr seht. Hier ist ein wichtiger Aspekt wirklich zu bedenken. Wenn ihr den jetzt falsch macht, wird das einfach richtig schlimme Folgen haben. Und zwar folgendes: beide Blöcke dürfen nie gleichzeitig oben oder gleichzeitig unten sein. Das heißt, ist der eine oben, ist der andere unten. Fertig. Und um das jetzt ganz klar zu stellen, werde ich ganz am Ende nochmal zeigen, weil sich das mit dem Block hier natürlich verbinden muss, also die Reihenfolge.
Das werde ich dann am Ende zeigen. So, wir machen den Block jetzt erstmal nach unten. Hier kommt er jetzt erstmal unser Block. Ein Redstone-Block und hier kommen unsere Reihen wieder. Das heißt Block, Repeater, Block. Dadurch wird der hier wieder zur Seite gedrückt. Wir setzen hier erstmal eine Fackel, weil ich nicht will, dass es ausfährt. Und hiermit wird es wieder hingeschoben. Und hiermit wird es wieder zur Seite geschoben. Und so funktioniert das die ganze Zeit. Und deswegen machen wir weiter. Hier kommt ein weiterer Repeater auf der ersten Stufe. Dann kommt hier unser normaler Pisten wieder. Hier und noch einer Höhe, der diese zwei Blöcke wieder zurückschiebt. Und dann brauchen wir natürlich hier drunter noch, dass sich das überhaupt verschiebt. Ein Repeater. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Es fängt wieder an zu regnen. So, wenn irgendeiner einen Befehl kennt, wie man Regen ausstellen kann, bitte schreiben, ey, das geht mir so auf den Nerven. Okay, weiter geht's. Hier kommt wieder ein Redstone. Hier ein Block. Nicht hier, hier ein Block, mein Fehler. Und jetzt kommen wieder die zwei Blöcke, die weggeschoben werden. Nur ist das hier etwas verschoben, aus welchem Grund auch immer. Tut mir leid, ich musste kurz nachgucken, warum es so weit entfernt ist. Oh ja, jetzt habe ich es. Und zwar brauchen wir hier einen Block. Hier kommt also ein Block und er schiebt drei weg, der andere nur zwei, der hier drei. Aus einem folgenden Redstone-Problem, das im Nachhinein erst kommt. Ja, das werdet ihr dann merken. Also hier kommt nochmal ein Block und hier kommt jetzt ein Half-Slab. Darunter auch nochmal ein Half-Slab. Und hier kommt dann eine Redstone-Spur nach oben. So, jetzt kommen wir zu der Verkabelung dieser Seite. Und hier, wo der Repeater, also der Half-Slab, die Fackel nach oben führt, setzen wir eine Fackel. Wie ihr seht, das hat sich direkt aktiviert. Hier kommt ein Repeater auf der letzten Stufe. Hier ein Block mit einer Fackel und hier nochmal ein Block. Und damit hatten wir, es aktiviert sich und bei der Deaktivierung hat es eine längere Verzögerung. Mäh, Deutsch. Gut, weiter geht's. Wir brauchen jetzt diese zwei Pisten wieder zurückschieben. Das machen wir folgendermaßen. Wir setzen hier zwei Pisten, die den dann wieder zur Seite schiebt. Die wir gleich, wird's erläutert, wie verbinden. Ja, Momento. So, weiter geht's. Wir brauchen jetzt nochmal zwei, wir bauen hier zwei Redstone, zwei Blöcke. Hier ein Block und hier ein Repeater. Durch den Repeater, der hier oben ist, wird durch diesen Block das Redstone gepowert und dann geht es hier rüber zu diesen Pisten. Hier kommt es dann zu einer normalen Block, weil durch einen Repeater würde durch diesen Block das da powern, deswegen normaler Block und das müssen wir dann halt abschneiden. Hier geht es dann weiter, denn hier kommt nochmal Redstone hin, das wir jedoch auch abschneiden müssen. Ja. Tut mir leid, Leute, ich habe einen richtig dummen Fehler gemacht und zwar habe ich einfach ein paar Pisten vergessen. Bei dieser Enge ist das aber auch irgendwie verständlich. Und zwar beim Einfahren, wie ihr seht, fährt sich dieser Block da hinten aus und das passiert einfach aus dem Grund, weil der hier nicht weggeschoben wird und durch diesen Repeater powert er den Block und der Block den halt. Hier kommen noch zwei, also ich weiß nicht, ob ihr euch hier orientieren könnt, das ist dieser Pfad hier, kommt zwei in die Richtung zeigen Pisten, normale Pisten, und wenn wir das jetzt ausfahren, so, dann fährt sich das Ganze auch aus. Das war der Fehler, ich habe zwei Pisten vergessen, also tut mir leid. Ist gerade blöd dumm gelaufen. Okay, also weiter geht's im Programm. Das heißt, ihr könnt die Fackel jetzt auch wieder wegnehmen. So, und das Ganze ist eigentlich damit auch fertig. So sieht das ganze Stückchen aus. Es ist eigentlich recht kompakt gehalten und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mein schnellstes Werk. Nicht mein größtes, aber ganz ehrlich mein schnellstes. Es fährt sich rasant schnell aus und
auch wieder ein. Jetzt könnt ihr den Knopf, den ihr habt, durch eine Druckplatte ersetzen. Und wenn ihr jetzt drauf läuft, klick, ist es zu. Nochmal drauflaufen, klick, ist es offen. Ihr könnt also geschmeidig runterlaufen und beim Runterlaufen wird euch der Gang geöffnet. Jetzt kommen wir zu der Ausstattung, also der Beschmückung. Das ist das Problem hier. Wir brauchen, also wenn das jetzt ausgefahren wird, setzen wir hier zwei Half-Slabs und hier unten müssen auch noch zwei Half-Slabs gesetzt werden, weil wir sonst die Verbindung zwischen diesem und diesem Redstone trennen. Deswegen hier ein Half-Slab und dort auch einer. Hier könnt ihr dann normale Blöcke wieder setzen, ganz normal, wie ihr es gewohnt seid. So, und dann ist der Tunnel zu. Das ist halt die einzige Bedingung, die ihr erfüllen müsst. So, offen, klack, könnt ihr runterlaufen, fertig. Das war's eigentlich. Ich danke fürs Zuschauen. Eure Kommentare sind wirklich erwünscht. Also haut und hämmert in die Tastatur, bis euch die Finger schmerzen. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Danke fürs Zuschauen. Feedback nicht vergessen. Ciao.